Yo, was geht's? Mein Name ist Arctic Beats und heute zeige ich euch mal, wie ihr ein Eliaster Beat von Scratch in FL Studio 20 macht. So, fangen wir erstmal direkt an mit der Melodie. Die Melodie habe ich schon gemacht. Ich werde dann danach die Drums noch quasi live machen. So, ich habe angefangen mit einer Flöte, da Elias fast ausschließlich Flötenbeats benutzt. Und die klingt so. So, und dann habe ich als nächstes eine Harfe dazu gespielt. Und dann nochmal so, hier habe ich dann ein paar Akkorde gemacht, die ich mir aus den Noten von der Flöte gebastelt habe. So, und dieser Chords plus diese kleine Melodie am Anfang habe ich dann nochmal kopiert und nochmal von einem Klavier spielen lassen. So, und hier hört man natürlich, dass es sehr schnell am Anfang. Und zwar habe ich dann jetzt als nächstes einfach auf alle Instrumente Halftime drauf gemacht. Und dann klingt es so. So, ich zeige euch dann mal alle Effekte, die ich auf der Melodie drauf habe. Zuerst habe ich einen EQ drauf, wo ich die Tiefen bei 200 Hz weg hatte und die Höhen bei 8700 Hertz. Dann habe ich als nächstes Halftime mit ein Viertel drauf. Dann habe ich Isotope Vinyl, wo ich ein bisschen Wear gemacht habe, also minimal 1%. Und 8% Warp Def, das war es dann da auch eigentlich schon. So, und dann noch habe ich RC20 Retro Color drauf und da einfach das Vinyl Preset ohne die Noise. Also, sonst habe ich da nichts verändert. Und dann nochmal im Nachhinein nochmal ein EQ drauf, wo ich nochmal bei 150 die Tiefen gecuttet habe und dann die Höhen ein wenig angehoben habe. So, dann als nächstes. Ja, so, wartet. So, als nächstes wählt ihr dann einfach die Melodie aus in FL Studio. Dann drückt die Steuerung, dann drückt ihr Steuerung Alt C und dann habt ihr es hier als Wave-Datei. Vorteil ist jetzt, dass wir es eben pitchen können. Also einfach doppelklicken, dann auf Stretch, also Mode von Resample auf Stretch und dann hier einfach eine Oktave hoch. So, und dann sind wir mit dem Sample auch schon durch und können jetzt direkt mit den Drums anfangen. Also ich habe mir hier schon ein bisschen Arrangement vorgemacht. Es fängt eben mit dem Sample, wenn es noch tief ist, an. So, und dann mache ich jetzt als nächstes die Drums. Also wir nehmen uns ein freies Pattern und ich habe mir schon ein paar Drums rausgesucht. Ich zeige euch auch welche. So, erstmal eine 808. Die klingt so, die ist aus dem OZ Secret Bounce Kit, die Burberry Slap. Dann eine Kick. Das ist die Kick Nummer 1 aus meinem Drum Kit. Dann eine Clap. Das ist die Clap 8 aus dem OZ-Kit. Dann eine Hi-Hat. Das ist die Hi-Hat 6 aus dem OZ-Kit. Dann noch so eine Cowbell.
Block 11 Osmosi Kit, dann noch ein Rim, der ist aus meinem Jump Kit, war die Nummer 8, dann noch eine Open Head aus meinem Jump Kit und eine Crash und noch so ein Effekt Sound. So, dann fange ich einfach mal an. Halt erstmal die Clap einfach. Die ist sowieso immer gleich. Dann die Hi-Hats, die lasse ich total simpel. Also weil Elias hat die Beats sind immer relativ simpel gehalten, nicht zu viele Sounds und ja, da ist halt viel Room für die Stimme. Ja. So. So, mache ich jetzt, glaube ich, noch so ein paar extra Claps. So, und dann mache ich jetzt noch die Kabel hier. Also, ne, ich verbinde, mache erstmal hier das Rim, glaube ich. Und dann erstmal hier, glaube ich, noch die Kabel. Habe ich mich verklickt. So, und dann als nächstes einfach die Open Hats relativ basic setzen. Dann habe ich jetzt hier noch am Anfang die Crash gesetzt und jetzt mache ich mal die Kick. Ach. So. Und dann place ich jetzt erstmal die 808 Noten einfach noch direkt da drauf. So. Dann stelle ich noch die 808s richtig ein. Attack runter, Hold hoch, Decay runter, Sustain und Release runter. Und dann gucke ich eben erstmal noch nach den Noten von der 808. Irgendwie mehr. So, und dann ist an sich jetzt eigentlich schon der Beat fertig. Ich mix das Ganze jetzt noch und arrange dann noch den Beat und dann ja, ist der Beat schon fertig. Deswegen, da seht ihr so ein Elias Beat, der ist halt wirklich sehr simpel aufgebaut. So, ich habe jetzt den Beat fertig gemixt und gemastert. Das heißt, wir machen jetzt nur noch das Arrangement. Das heißt, ich nehme erstmal das Pattern hier, mach Split by Channel, dass ich alle Instrumente für sich einzeln habe. Okay, so. Und dann mache ich jetzt noch eine Sache, das kleine Effekt, also FX, packe ich jetzt auch noch rein. Den Anfang vom Beat. Also, glaube ich, ja. Noch ein bisschen lauter, sollte das passen. Und dann zeige ich euch jetzt mal, wie es klingt, fertig.
gemixt und gemastert. So, und jetzt arrange ich den Beat mal fertig. So, ich habe jetzt den Beat fertig arranged. Ich habe jetzt noch eine Sache hinzugefügt, und zwar hier den Palace Riser, einfach nur für die Transitions, damit die ein bisschen smoother klingen. Also wie hier zum Beispiel. So, und jetzt ist der Beat schon fertig. Lasst bitte ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr Tutorials sehen wollt. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da. Falls ihr noch irgendwelche Probleme habt oder ihr irgendwas nicht verstanden habt, ballert es in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram, da antworte ich auch jedem. Ja, und jetzt spiele ich einfach nochmal den Beat ab. Digga, nice.